Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei The Forest. Und ich habe gerade Besuch bekommen, während ich hier so ganz gemütlich meine Bäumchen fälle und ein bisschen was angerissen habe. Ich zeige euch gleich mal. Also den Turm, den habe ich jetzt halt im Grunde schon mal fertig. Ich habe hier draußen zweimal diese Spikes hingestellt. Jetzt weiß ich nicht, ob die immer noch da sind. Nö, aber die haben hier was Nettes hinterlassen. Da danke ich recht schön. Stick kann ich brauchen, kann ich brauchen. Schädel kann ich nicht aufheben. Okay, und was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe da hinten was angerissen. Oh, süß. Ein Häschen. So. Moment. Das heben wir gleich auf, weil wir brauchen nämlich Fleisch und Mass. So, zack. Anscheinend sind die schon wieder abgehauen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich da hinten nochmal einen Turm angerissen, weil ich mir dachte, es wäre doch eigentlich ganz sinnvoll. Ja, also die Fallen schnappen zu schnell zu. Es wäre doch ganz sinnvoll, doch nochmal einen Turm daher zu bauen, um dann auch mit einem Seil nach oben zu kommen. Hier glaube ich an diese freien Türme, da kann ich kein Seil dran machen, glaube ich. Es geht glaube ich nur an diese vorgefertigten, oder? Ja, also an den hier kann ich kein Seil machen. Ist auch in Ordnung. Jetzt würde ich sagen, ich habe ja, ich habe den hier angerissen, ich habe auch schon Holz gesammelt, wie doof, habe auch, ja, eigentlich niemanden abgewehrt, weil die sind immer dann gleich wieder abgehauen, aber das wollte ich jetzt alles mit euch zusammenbauen. Ich habe nämlich so einige Ideen gehabt, weil dieses Spiel lässt nämlich so viel Spielraum, was das Bauen angeht, und das wird hier jetzt erst einmal nur so eine, kleine Versorgungsbase, nenne ich es jetzt mal, zack. Weil ich habe ja schon gesagt, ich möchte im Grunde über die komplette Map irgendwie laufen können. Oh ja, endlich regnet es wieder, aber zum Glück sind, glaube ich, die schon wieder mit Wasser voll, ne? Ja, weil es hat nämlich zwischenzeitlich auch nochmal geregnet. So, gib mir Hölzer. So, ich habe im Grunde vor ein paar Minuten angefangen, habe dann das Ding hier angerissen und ich hoffe, das passt auch. Fünf Stück noch. Das Ding habe ich angerissen. Ich habe die zwei Dinge außen gemacht. Das ist natürlich eine Ätzenarbeit. So, noch drei. Der lungert da draußen immer noch rum, ne? Aber ich will jetzt unbedingt dieses Ding hier fertig machen. So, und eine noch. Ja, ja, da musst du durch. Das weißt du. Ich jag dich schon die ganze Zeit. So, und hier müsste ich normalerweise das Seil anbringen können. Yes. Hier kann ich es anbringen. Allerdings weiß ich nicht, wo das gerade angebracht ist. Auf jeden Fall nicht hier auf meiner Seite. Moment nochmal. Da ist es doch, oder? Nee, das ist auch nicht. Jetzt? Sag mal, wo bringt denn der überall das Seil an? Bloß nicht hier auf der Seite, ne? Nochmal. So. Jetzt aber. Okay. Also, dieses Seil ist zu kurz. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. I think I spider. Übel. Weil die Seile bringen mir natürlich gar nichts. Das ist klar. Weg damit. Weg. Und das da ist zu kurz. Also war das jetzt halt wieder mal ein Bau. Absolut umsonst. Ich habe hier einen Weg hergebaut. Weil ich mir dachte, vielleicht bin ich dann ein kleines bisschen schneller. Ich glaube es zwar nicht. Wahrscheinlich wäre eine Treppe schneller. So. Und dann habe ich ja das letzte Mal mit euch zusammen noch diese Seilrutsche da angebracht. Ich habe sie auch schon ausprobiert, natürlich. So, hepp. So, jetzt können wir nämlich zum einen in diese Richtung und wir können in diese Richtung. Da muss ich zwar hüpfen, aber ist egal. Also, hier geht es eigentlich quer über das Feld. Wir sind auf jeden Fall enorm schnell.
hier an dieser Stelle. So, zack. Und da haben wir nämlich dann die Stoppwand. Bist du gebückt oder was? Was ist denn los? Du läufst so langsam. Irgendwie kommt er mir sehr langsam vor. Hier haben wir dann im Grunde unsere Pflanzen, die wir hier abpflücken können. Okay. Mal schauen, was haben wir da noch? Sticks und Steine. Kann ich aber alles... Warum stellt ihr das Zeug da rein? Keine Ahnung, ne? Das wissen die wahrscheinlich selber nicht, warum sie das machen. Das schaut auch nett aus. Aber das ist so ein Ding, was ich jetzt auch selber bauen kann. Also, das habe ich nämlich vorhin in den Plänen entdeckt. Da muss ich irgendwie eine Zeichnung oder sowas gefunden haben, die mir erlaubt, diese Totems... Kleidung, oder? Ja, die mir erlaubt, diese Totems herzustellen. Moment. Gehen wir mal rein. Und zwar war das irgendwo da hinten. Ja, hier war's. Diese Dinge hier. Eigenes Totem, kleines Totem, großes Totem und Ari-Totem? Arm-Totem. Ein Arm-Totem. Okay. Ein armes Totem. Alles klar. Das sind diese zwei Dinger, die ich bauen kann. Von Empire, glaube ich, war das. Hat gesagt, ich kann jetzt den Turm bauen. Ich habe mir die Zeichnung nochmal angeschaut, aber ich finde dieses Ding hier nirgends drin. Also ich glaube nicht, dass das dieser Abflugturm ist. Das ist irgendetwas anderes, aber keine Ahnung. Der Abflugturm ist es jedenfalls nicht. Vielleicht muss ich aber auch nur noch einen Teil dazu finden. Das kann auch sein. So. Aber hier soll ja noch nicht Ende sein, ne? Das wisst ihr. Hier ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Denn wenn man hier ankommt und dann hier natürlich gegen die Wand glitscht, dann muss natürlich hier nochmal ein Turm her, dass man dann nochmal weiter kann. So. Und den möchte ich gerne bauen. Aber, Moment, freies Bauen, Lagerung, Essen, was war das bei Unterkünfte? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall bin ich heute wirklich im Bauwahn. Jo, das eigene Plattform war es, ne? So. Und zwar möchte ich da eine herstellen. Musste ich jetzt noch ein bisschen drehen. Da wir ja wissen, dass das Seil nicht so weit hoch geht, würde ich natürlich sagen, stellen wir das Ding vielleicht hier hin. Und daran hinter, dann im Grunde gleich nochmal so ein Teil. Allerdings dann eben nochmal um einiges höher. Ich muss nur schauen, dass ich irgendwie diesen Punkt erwische. Oh Mann, ich hoffe, es haut hin. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir auch erst einmal so, dass wir erst das Ding bauen hier. Da brauchen wir ja nur 8 Hölzer dafür. Oh, sind wir voll. Du kannst nicht mehr tragen, Ringelblume. Na gut, ist ja egal. So, fällen wir halt einfach mal Bäume. Ich habe mal meine Axt auch schon wieder modifiziert. Mit Zähnen und Federn. Baumharz habe ich ja en masse, weil jedes Mal, wenn ich einen Baum fäll, bekomme ich ja wieder. Sind die eigentlich hier unterwegs? Nö. So. Da. War genau drin gestanden. So, haben wir einmal, zweimal. Da habe ich ja auch noch welche liegen. Dann nehmen wir halt die mal. Ist ja egal. Hauptsache, wir haben es schnell fertig. So, damit hätten wir nämlich dieses Ding hier. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. So, dann einmal Seil. So, einmal Seil. Aber bitte diesmal auf der Seite hier. Einmal Seil haben wir nicht, aber wir haben ein paar Stoffe. Kombinieren. Entfernen. Dran machen. So, weil dann können wir nämlich auch da relativ schnell nach oben. Zack. Und es reicht natürlich bei weitem noch nicht, das ist klar. Wir machen dann deswegen auch gleich nochmal eine Plattform.
Wir können natürlich nicht so hoch gehen, ne? So, jetzt ist nur das Problem. Oh, was ich auch mal ausprobieren wollte, das wäre vielleicht einmal nicht schlecht. Oh ja, lass uns das mal probieren. Au. Und zwar die Hängebrücke. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Ich hab das ja noch nie gemacht. So, aber ich denke, ich bin ungefähr in dieser Verlängerung. Ich würde das Ding jetzt mal, zack, so hoch machen. Oh, Feder. Nochmal Feder. Alles klar. Federn sind immer gut. Ich habe zwar aktuell. Ui. Da ist natürlich die Frage, wenn ich diese Hängebrücke baue, kann ich die dann. Baumbrücke. Kann ich die dann. Ich weiß es halt nicht, ne? Muss ich das Ding drehen? Wahrscheinlich, oder? Hallo, ich will das aber hier. Ja, okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, ich kann. Wie soll man das bitte verbinden? Ach, wahrscheinlich gehe ich halt dann da nach oben und fertig, ne? Probieren wir mal. Nee, da ist es weg. Wenn ich noch weiter zurückgehe, dann haut es mich wahrscheinlich runter. Oh. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll man die anbringen? Ich gehe jetzt mal runter, nicht, dass ich wieder da runter springe. Dann vermute ich eben, dass ich das von unten dann machen muss. Baumbrücke. Okay, die setze ich quasi hier an ziehe die dann im Grunde dahin. Oh Mann, aber dazu müsste ich erst einmal das Ding hier bauen. Wie viele Hölzer braucht man da? Zeig mir den Punkt. 16. 16 Hölzer, alles klar. Dann warte mal, dann nehmen wir uns einen Wagen mit. Einen Wagen, weil dann kriegen wir nämlich einiges unter auf dem Ding. So, gleich wieder umdrehen. Nicht ins Wasser fahren. So. Einmal loslassen. Es wird jetzt vielleicht auch das ein oder andere Holz ins Wasser fallen, aber das ist mir jetzt egal. Es sind ja nur 16, also im Grunde sind es 4 Bäume. Wo ist mein Wagen? Sag bloß, der ist kaputt. Nee, da. Ich habe jetzt halt echt gedacht, der wäre vielleicht kaputt gegangen, aber ich habe doch die Zerstörung ausgemacht. Zum Glück habe ich die Zerstörung ausgemacht. So, liegt da vorne noch ein Baumstamm? Würde mich nicht wundern. Was sind denn? Kann man damit eigentlich irgendwas machen? Nee, kann man nicht. Okay, dann machen wir einmal den Baum hier. Braucht was zu essen. Ja, bald. Eigentlich kann man sich ja auch eine eigene Plattform machen, eine größere. Und da oben drauf dann quasi so einen Turm stellen. Achso, das war's jetzt. Na gut. Dann bringen wir das mal so dahin. Kann ich noch Sticks einsammeln? Ne, das waren Blätter, ne? Die Steine bin ich eh voll. Also gut, schnappen uns einmal das Ding.
So, gleich wieder zum Abfahren bereit. Du hältst es schon noch aus. Na komm. Den Punkt manchmal zu finden, ist das echt schwierig. Noch 5. Und noch 3. Noch 3 Bäume. Alles klar, wir brauchen eh mehr Holz, also von daher wollen wir gleich noch ein bisschen was. Ja, ich treib dich schon wieder rein, ich weiß, ich weiß. So. Dann machen wir einmal den da. Ich hätte mir halt irgendwas mitnehmen sollen, ne? Das Einzige, was ich machen könnte, das wäre mal einen Riegel essen. Weil da werden wir mit Sicherheit wieder welche finden. Und fällst du? Nicht ins Wasser! Du Sau. So, dann machen wir den da. Auf die Hütte kannst du dir ruhig fallen, das ist mir egal. Ups. Habe ich hier Vögel hier rumhüpfen, ne? Ups, jetzt habe ich gedacht, ich habe 2. Mit dir. Eigentlich sollte man einfach erst einmal alles fällen und dann alles schön zum Wagen tragen. So. So, das reicht erst einmal, weil ich möchte vorankommen. So, zack. Und noch einen, ne? Einen? Gut. Halt, nein. Von unten müssen wir das machen. Also gut, machen wir nochmal. Eine Baumbrücke. Und zwar einmal. Und ist es jetzt dran? Jo? Nein, dran. Hier. Das hat schon gestimmt. So, jetzt ist nur die Frage, wir brauchen 9 Hölzer, also man kommt auf jeden Fall hin. Oh yes, ist das cool. Ich kann im Grunde so einen Baumweg die komplette Insel rummachen. So, welcher ist der nächste Baum? Der da. Film jetzt einfach mal in die Richtung. Ich treibe den schon ganz schön rein, ne? Keine Ahnung, warum der auch so weit unten ist mit seinem... Ja, ja, ist in Ordnung. Und noch 2. Yes. Okay, hat es da noch einen Baumstamm runtergekaut? Nee. Passt alles. So, also man rutscht hier runter, man knallt hier gegen die Wand, schnappt sich das Seil, kann hier nach oben und rennt direkten Weges einfach. Okay, man rennt, wenn man die Ausdauer hat, rennt man da hoch. Yes! Und dann kann ich im Grunde von hier aus hier nochmal einen Turm herbauen. Jetzt wäre der Größenwahnsinnig, ne? Hier nochmal einen Turm hinbauen, der höher ist, dann könnte man nämlich da auch wieder zurück. Und man könnte was bauen, dass wenn ich von da drüben zurückkomme, hier quasi landet. Jetzt wird's wirklich übelst groß, ne? So, das ist eine Baumplattform, die kann ich wirklich nur auf einem Baum machen. Aber die ist überhaupt nicht hoch. Nicht im geringsten ist die hoch. Da drüben bringt sie mir auch, glaube ich, nichts, außer ich würde hier eine Brücke nochmal hermachen. Also,
ist nix. Baumhaus, Baumplattform. Man kann ja hier auch Wege und sowas machen, ne? Das ist schon Felspfad und Zäune und sowas. Ja, das macht Spaß. So, einen Kran. Sowas kann man ja auch machen, ne? Das ist auch cool. So, aber erst einmal nicht Möbel, sondern wir brauchen noch mal ein freies Fundament, oder? Eigener Boden. Ich glaube, wir brauchen halt einfach nur noch mal eine Plattform. Das Problem ist nur, dass ich, wenn ich hier stehe, das nicht irgendwie herziehen kann. Also das Einzige, was ich machen kann, ist im Grunde, dass ich zurückgehe auf die Hängebrücke. Aber in dem Moment das Einzige, was ich dann noch machen kann, ist das Ganze verbinden mit einem Boden. Ne? Und ich weiß nicht, warum man das nicht auch zurückdrehen kann. Ich würde das zu gerne auch zurückdrehen, weil mir es muss einfach passen. Okay. Es ist halt, wenn ich, sobald ich ein bisschen zu weit runtergehe, ja, okay, das passt. Da hätten wir nochmal 16 Hölzer, alles klar. Okay. Jetzt habe ich natürlich nichts, was ich irgendwie... Also ich komme auch irgendwie nicht nach oben, sobald ich da zurückrenne. Ich muss tatsächlich immer dann unten rum, aber ich komme zum Beispiel nicht nach oben. Was natürlich das Ganze erschwert. Auf jeden Fall erschwert. Ja, niedrige Energie ist was, oder ruhe dich aus. Dann mache ich halt einmal schnellen Snack. So. Wie sind die eigentlich unterwegs? Ach, die sind ganz weit weg. Ich habe auch schon dran gedacht, ne? Vielleicht hat es auch schon der ein oder andere mal gedacht. Dieses Ding hier mit einer Hängebrücke zubauen oder einfach mit einer Plattform zubauen. Das ist auch nochmal so eine nächste Stufe des Größenwahns. Aber gut, ich mache sowas natürlich nur mit dieser Mod, wo ich dann weniger Material brauche. Weil wenn du das alles ranschaffen würdest, was du wirklich an Material brauchst, ne, dann vergiss es. So, schauen wir mal. Kann ich schon schlafen? Oh ja, ich kann schlafen. Das ist gut, dann machen wir das mal. Zack. So, dann speichere ich. Und zwar hier gleich auf dem ersten. Und weiter geht's. Also was heißt weiter geht's? Ups. Wir brauchen halt erstmal was zum Essen. Zum Glück habe ich da auch noch was hängen. Einmal das da. Einmal Essen. Und einmal Trinken haben wir ja da. Zack, schon. Und schon sind wir wieder voll gefüllt. Sind die schon irgendwie unterwegs? Nee, noch nicht ganz, ne? Ist schade, dass man die eigenen Bauwerke nicht sieht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einblenden kann bei den Filtern. Good Spot, Tent, Suitcase, Anker, Boot, Passenger, Crate, nee, das ist nicht Crate. Food, Natives, Tools, nee, auch nicht, das will ich ja alles nicht eingeblendet haben. Collectibles möchte ich auch nicht haben. Nee, es passt schon. Das passt. So, und da hätte ich halt jetzt zu gerne dann das Seil gehabt, ne? Und zack, ran an das Seil, dann hoch. Dann kann man hier nämlich den Pfad hier einfach entlang laufen. Naja, gut. Man kann nicht alles haben, oder? Ich baue es halt einfach irgendwie mal ein bisschen um. Das kann ja auch. Also Bäume kann man ja wirklich relativ schnell zusammensammeln. Ich kann hier, glaube ich, kein Seil ranmachen, ne? Weil das ja wieder separat gebaut ist. Genau, das kann ich hier nicht dran machen. Aber
Nee, die Baumplattform auch nicht. Das geht natürlich auch nicht. Aber jetzt ist die Frage, kann ich, wenn ich einen Boden hinmache, und zwar hier so einen eigenen Boden, wie ich es da unten gemacht habe mit dem Laufpfad, wenn ich den da hinmache, ob ich dann ein Seil dran anbringen kann. Das wäre mal interessant. Das probiere ich jetzt auch mal. So, eigener Boden. Ich muss natürlich... Ist das doof. Ich müsste halt da immer wieder drüber hüpfen, ne? Ist das blöde. Der Boden geht, glaube ich, nur da unten auf den Boden. Aber nicht hier oben. Na, das ist blöd. Okay, nee, dann muss ich das vergessen. So. Ich überblätter immer wieder die Plattform. Keine Ahnung warum. Die überblätter ich einfach immer. Wie weit kann ich denn hinter? Nicht allzu weit, ne? Weil ich könnte auch plattformtechnisch da nochmal eine hinsetzen. Oh, das wird jetzt halt langsamer Konstrukt hier. Ja, ungeplant halt, ne? Nee, das ist auch blöd. Ich würde die Wände gerne hier dran haben wollen. Dass ich da hochklettern kann. Aber das haut halt nicht hin, ne? Was kann ich denn zurück? Ein Stückel geht noch. Das macht mich narrisch. Das Bauen, weil ich kann nicht sagen, weiter runter, weiter hoch oder was weiß ich. Ja, das könnte aber auch gehen, ne? Wenn ich das dahin mache. Aber dann müsste ich da... Nee. Nee, gefällt mir nicht. Lass mal. Das lassen wir. Wir rutschen mal rüber. So, jetzt dann quasi gleich nochmal der Test, ne? So, dran an Seil. Hochgeklettert. Zack. Und dann ab hier nach oben. So, und dann kann man hier die Seilrutsche hinmachen. Ich glaube, das geht, ne? So, und das andere Teil muss natürlich da nach drüben hin. So, das Gute ist, dass das hier nicht so hoch ist. Dann kann ich nämlich da auch runterspringen, ohne dass ich sehr viel Schaden nehme. Nur ein bisschen. Und dann bin ich jetzt halt mal gespannt, ob das klappt. Man muss ja mit der Seilrutsche immer irgendwie an die Stellen kommen, wo man sie hinplatzieren möchte. Da ist irgendwas im Weg. Ja, ich mache schon langsam. Ist ja in Ordnung. Also hier würde es schon mal gehen. Aber es muss natürlich höher sein als hier. Das ist ganz klar. So, ich kann jetzt im Grunde von da hierher rutschen. Da geht's, weil da ist rot, da nicht. Wäre eigentlich okay, ne? Geht's noch weiter? Nee, weil da knall ich gegen den Felsen, deswegen, ne? Deswegen geht's hier. Und wenn ich bis daher rutsch, dann müsste ich noch ein bisschen Auslauf haben. Ja, das mache ich jetzt mal. So. Wir brauchen 5 Seile, 5 Baumstämme. Warte mal, ihr stört mich. Das sammle ich eh nur Blätter. Jetzt wird gleich irgendein so Johnny vor mir stehen, ne? Servus sagen. Schauen wir mal. Wo bin ich denn? Da. Na okay, die sind da hinter mir. Die werden sich schon melden, wenn sie da sind.
Und? Ja, irgendwie, die rennen da zwar rum, aber bemerkt haben sie mich anscheinend noch nicht. Obwohl das doch schon einen Heiden Krach machen sollte. Aber gut. Fünf Seile. Wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen noch so das eine oder andere Totem vielleicht kaputt machen, dass wir noch ein paar mehr von den Stoffen kriegen. Und vor allem möchte ich ja auch noch mal in das Dörfle von denen, dass wir uns da wieder ein paar Dosen holen. So, gut. Drop mal. Dann ihr kennt mich. Da vorne Rinder. Baumschirmschlitten. Einmal daher. Einmal gebaut. Baumstamm rein. So. Dann können wir nämlich die anderen zwei auch noch holen. So. Da guckt er was. Wo sind sie? Okay, das interessiert die anscheinend nicht wirklich. So, wir brauchen fünf Seile. Entschuldigung. Ich würde sagen, die brauchen wir. Oh, warte mal, ich wollte doch die Wand noch aufstellen. Als Bremse, ne? Weil wenn ich von da komme, dann rutsche ich hier rein. Und dann sollte hier auf jeden Fall auch wieder so eine Bremswand stehen. Hier ist so eine eigene Wand. Ja gut, ein bisschen nach vorne können wir es ja machen, ne? Hier und keine Ahnung. Nee, das schaut nach nichts aus. Moment. Was machen wir dann? Wir könnten eigentlich auch eine einfache Palisade oder sowas hinmachen. Da, so eine grundlegende Wand. Das ist doch was. Grundlegende Wand. Wir kommen hierher. So, rutschen hier durch. Knallen gegen die Wand. Dass die schräg steht, stört mich eigentlich gar nicht. Drei Hölzer brauchen wir da. Genau die drei haben wir sogar noch über. Perfekt. Und da kommt dann natürlich auch nochmal ein Turm her. Weil wir wollen ja auch, wenn wir in die andere Richtung gehen, auch da wieder rüberkommen. Ist klar, ne? So. Sind jetzt da noch ein paar von denen? Nee. Aber wir hätten hier auf jeden Fall eine Höhle, ne? Die wäre schon interessant. Die wäre auf jeden Fall interessant. Jetzt gucke ich mal, ob ich Seile machen kann. Aber wir brauchen auf jeden Fall so einige. Na komm. Kannst du das jetzt? Wie viel haben wir noch? Viel brauche ich denn da? Ach, ich kann das nicht. Weil ich schon vier Stück habe. Alles klar. Dann Moment. Eins brauchen wir noch. Sieben Seile sind es. Okay, alles klar. Also sieben Stoffe sind es, meine ich. So. Also, ich kann mich nicht hier dranhängen. Das heißt also, da drüben ist es höher. So. Da rennen die Jungs rum. Und sehen mich nicht. Naja, egal. So, was haben wir denn? Oh Mann, wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Ich habe total die Zeit schon wieder vergessen. Okay. Also schiebe ich mal den Wagen hier nach vorne. Dann werden wir hier ein bisschen Holz fällen. Das werden wir uns mitnehmen. Und dann werde ich da einen Turm hinbauen. So mache ich das. Jo, dann mache ich den nämlich schon mal fertig, den Turm. Und dann können wir das nächste Mal gemeinsam vielleicht das
Seil ziehen, aber da muss ich natürlich schauen, dass ich nochmal ins Dörfle gehe. Das können wir auch miteinander machen, einfach ins Dörfle mal kurz ein paar Dosen noch holen, dass wir da wieder voll sind. Und ja, die Stoffe halt dann holen. Genau, so machen wir das. Also wenn es euch gefallen hat heute, es war halt eine kleine Baurunde heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir auch gerne natürlich Kommentare da. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit zuschaut. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Und ich suche jetzt den Baumstamm, der mir da irgendwo runtergerollt ist.